Heute, Jungs, gibt es nicht nur meine Elite 2 Foot Champions Rewards, nein, es gibt auch zwei lohnenswerte SBCs, EA Sports, Digga, was ist denn los? Und natürlich auch noch alle Scream-Karten zu ziehen. Freunde, heute wird ein mächtiges Video geballert. Like wäre natürlich mega fresh, XXL, wir machen zwei SBCs, öffnen Packs und natürlich meine Rewards. Haut mal raus, wen habt ihr gezogen zu Mbappé? Vielleicht kommt er heute hier mit diesem Logo an, wir werden es sehen. Freunde, Glocke aktivieren, kostenloses Abo dalassen, wäre natürlich auch Zucker und dann kann ich gar nicht mehr viel sagen. Lasst das Video beginnen, auf geht's. Dieses Video wird unterstützt von OneFootball, gönnt euch die App unten in der Beschreibung. Wer jetzt für FIFA 20 günstige, sichere und schnelle PSN-Karten oder Xbox Live-Karten braucht, der kann gerne mal unten in der Beschreibung vorbeischauen. Nutzt auch gerne den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen. Danke an alle Jungs und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute hier am Halloween-Abend. Es ist tatsächlich der Fall, dass EA Sports kranke SBCs rausgehauen hat. Okay, wir wollen sie nicht overhypen, aber sie sind gut. Sie sind okay bis gut, sage ich mal. Und sie lohnen sich vielleicht, denn ja, wir haben hier zum einen den Scream Piqué. Da haben wir die Packs im Wert von 55.000 Coins. Und er kostet laut Footbin nur 100.000. Heißt, diese SBC kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und man hat hier auch noch eine richtig starke Karte. Klar, 72 Tempo geht vielleicht noch ein Ticken schneller. Dann wäre noch ein bisschen besser, wie Schmitz Katze wäre dann am Rumlaufen. Aber die Stats sind okay. Ich denke, man kann ihn gut zocken mit Shadow. Und das, ja, zum Beispiel auch, sage ich mal, für eine SBC irgendwann, ne? Ich meine, er hat ein 90er Rating. Ungefähr gibt man dafür 50.000 Coins aus. Vielleicht zieht man auch noch eine Screenkarte, denn jetzt sind alle zu ziehen. Also, Piqué kann man durchaus machen. Und wer ihm Bock hat, dann noch einzubauen, warum nicht, Jungs? Chong ist der zweite, 26k. Laut Footbin hat 4 Sterne Skills, hoch Arbeitsraten. Ansonsten auch eigentlich relativ solide Werte für die Premier League All-Stars, sage ich mal. Also, wer ein Premier League All-Star-Team hat, von euch viele wahrscheinlich. Haut mal raus, was habt ihr für ein Team? Premier League, Bundesliga? Ist der Chong auch für 25.000 Coins, 26.000 Coins eine gute SBC, die EA hier rausgebracht hat. Jungs, wir werden beide machen. Man kann sie beide durchaus machen. Alleine von den Werten her bei Piqué, auch noch wegen dem 90er Rating und auch wegen den Packs, die auch nicht schlecht sind. Macht ihr eine von diesen Halloween SBCs, sei es Chong oder Piqué, schreibt es gerne mal unten rein und habt ihr schon sehr viel Süßes eingesackt oder ein bisschen Saures verteilt, ne? Ich weiß, Jungs. Immer ein bisschen Eier werfen und so, ne? Ja, ja, ich kenne euch doch. Na, haut mal raus, was ihr so gemacht habt. Und wie gesagt, wir starten jetzt erstmal direkt mit den Elite Rewards, Elite 2 Rewards. Ein Sieg hat uns gefehlt, sonst hätten wir dreimal hintereinander Elite 1. Aber egal, der Mbappé kann auch so kommen, hätte ich nichts gegen. Der Mbappé, Junge, 90 Rated Info. Der hat die Gegner zum Weinen gebracht. Und wenn der jetzt hier auch wieder in den Rewards kommen sollte, dann, dann heule ich einfach rum, ja, dann heule ich einfach rum, denn ihr wisst es, letzte Woche war einer am Start, der schon der Beste aus dem Team of the Week war. Und natürlich der Antoine, Digga, der Antoine Frankreich, passt doch eigentlich ganz gut, bester Pick letzte Woche, ihr seht es, wir haben mit ihm 5 Spiele schon gespielt, 3 Tore, 1 Torvorlage, überwiegend als Backup, aber vielleicht werde ich den noch irgendwie in mein Main Team einbauen, da muss ich mal überlegen, wie wir das Ganze machen. Und ja, neben Antoine wäre doch jetzt hier auch noch so ein Mbappé eigentlich schmackhaft. Jungs, wir werden es einfach mal sehen. Daumen wäre natürlich mega fresh, ob ja der Mbappé neben dem Grise hier gleich stattfinden wird. Schauen wir mal. Zuerst nehmen wir die Division Rival Rewards mit, weil wir natürlich hoffen, irgendwie mal was Dickes da drin zu ziehen. Bisher noch nie irgendwas Gutes in Division Rivals gezogen. Ja, woher wir die jetzt hier alle haben, keine Ahnung. Wir starten einfach mal direkt hier mit dem ersten und gucken, ob ihr Bock hat, irgendwas Gutes zu kommen oder nicht. Ja, erstes Pack natürlich Granate hier an Halloween Evening, Digga. Evening Halloween, Mann. Mendes, Hernandez. Vielleicht das hier, wo alles gemischt ist. Auch Verbrauchsobjekte hier, so eine Teamfitness, Digga. Ich sehe es jetzt auf Teamfitness aus. Da muss sowas kommen. Boah, Digga, puh. Jetzt geht's hier aber steil, stimmt ja. Champions League Karten gibt's auch noch, ey. Und er sieht ganz gefährlich aus mit so einem Zopf. Nimm mal mit, ne? Also, Benyat, bisher bestes Pack. Bisher bestes Pack. Im ersten Champions League Spieler. Let's go, weiter geht's. 25k Packs am Grinden und am Gönnen vielleicht. Vielleicht hier jetzt. Ja, das lädt lange. Und es ist kein Walkout. Aha. Na, wer ist es? Ja, ist das? Ist das sogar Davinson? Wo ist der Davinson, ey? Espinosa in Form.
Und ich denke, jetzt kriegen wir hier mal den Davinson Sanchez. Nein, wir ziehen hier einen Inform. Ich hoffe, der kommt nicht gleich in unserem Inform-Pack, weil das wäre auch wieder nicht so gut. Ja, aber diese Packs waren schon mal ein bisschen besser. Jetzt auf Hoffnung Tittenpack. Es funktioniert. Okay, 50k-Pack, let's go. Kann nur Packluck sein jetzt, ne? Oder? EA, 50k-Pack. Ey, wow, Wings. Mit den Wings, Alter. Krank. Oh, der Rest ist okay. Wir starten. Rewards. Ihr habt es vielleicht auf meinem Instagram gesehen. 26-4, ein Sieg. Und wir hätten dreimal hintereinander Elite 1 geholt. Leider nur Elite 2. Aber, vielleicht gönnen sie ja hier trotzdem. Dieser Grind muss sich doch bezahlt gemacht haben. 100k-Pack haben wir natürlich auch. Ein Premium Team of the Week Pack, 100.000 Münzen. Also macht die 100k voll. Jetzt wird hier geballert. Letztes Mal war die goldene Mitte das Gute, wo der Antoine am Start war. Diesmal vielleicht auch. Ich starte nochmal mit der goldenen Mitte. Machen wir es einfach nochmal mit dem Pokal der Pokale, Jungs. Ja, da ging es nämlich richtig steil, ey. Das ist ein Pokal halt, ne? Ist ein Pokal. Da kann nur was Gutes jetzt hier drin sein. Okay, 3, 2, 1. Gib mir den Kilian neben Antoine. Wäre natürlich sehr geil. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, dass es nicht der Fall ist. Aber, Max, was ist denn das für eine Einstellung? Hier kommt ein Digger jetzt, ja? Mit dem Kopf hier. Wir machen mit seinem Kopf auf. 3 zu 1. Let's go, Digga. Komm schon, Mbappé, Junge. Genau, das ist der Kilian Mbappé, den wir uns hier auch gewünscht haben. Mitrovic, Balanta, Bakayev und Sales und ja, Zizi. Okay, wo gehen wir denn weiter? Wir gehen jetzt hier auf rechts, glaube ich. Bei Griezmann sind wir auf links gegangen, aber ihr seht schon, die Taktik funktioniert so nicht. Die funktioniert heute nicht, deswegen müssen wir ein bisschen umdenken und gehen jetzt hier auf das gegenüberliegende Pack. Ich rede gar nicht mehr viel. Das wollen wir uns auch gar nicht angucken. Let's go, komm. Einer von den Guten vielleicht. Komm schon, Digga. Stanks haben wir hier. Werte mit 69 Schuss, naja. Ja, Selz ist auch wieder dabei. Der hat immer Bock. Relativ groß, also Stats sind okay. Picks sind auf jeden Fall verbesserungswürdig. Muss man dazu sagen. Jungs, checkt auch gerne noch das Video von gestern ab. Da habe ich euch ein richtig geiles 50k-Team vorgestellt und 500k-Team. Jetzt zu den aktuellen Preisen könnt ihr euch da was richtig Geiles bauen. Gerne unten den ersten Link in der Beschreibung raufgehen und euch diese Teams anschauen. Das auch für 50k-Team, wer irgendwie ein Fitness-Team sucht oder so, ist ein wirklich sehr, sehr starkes oder sind beide sehr starke. Gerne abchecken, kam gestern online. Vielleicht hat der ein oder andere was verpasst. Und jetzt kommen wir zum letzten. Ich würde sagen, in die Hocke der guten Mbappés, Jungs. Let's go, Digga. Mit der Nase, Junge. Komm schon, Mbappé, Digga. Wow. 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 Anti-Packluck ist am Start. Picks sind atemberaubend gut, nicht? Ja, Mann, Jungs. Das ist der Grind. Der Grind. Der ist da. Jetzt kommen wir aber erstmal zum 100k-Pack. Wir machen nochmal hier Pokal mit Kopf, weil das war eben echt schlecht, muss ich sagen. Mach mal besser jetzt. Ja, komm, gib mir gute Spieler, Alter. Mit seinem Kopf hier bürsten wir den Controller ein bisschen rüberwischen und dann ist Packluck da. Hoffen wir es. Komm jetzt. Komm, im 100k-Pack. Wenigstens Walkout wäre fresh. Schon wieder Kolumbien, nicht schon wieder der. Merke gerade, dass kurz mein Mikro aus war. Aber, ja, für den braucht man auch kein Mikro anhaben, ne? Also vielleicht kurz schlechte Qualität gewesen. Sorry dafür. Espinosa ist natürlich absolut lit. Der Vincent Company haben wir auch hier. Forsberg. Meine Fresse, ist das schlecht. Zum letzten Pack. Ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wäre mega fresh. Jetzt hier eine von den besten drei Informs. Und wir würden ein bisschen Coins machen. Das würde ich jetzt nach diesen Picks und nach diesen Picks sehr feiern. Also so ein Fabinho wäre jetzt lecker. Auch der würde mir schon reichen. Schauen wir mal. 3, 2, 1. Freunde, auf geht's. Info-Pack. Am besten natürlich Mbappé. Am besten natürlich Mbappé. Am besten erstmal Walkout. Muss man ja sagen. Walkout. Kein Walkout. Kein Walkout. Kein Walkout.
Ja, geile Rewards, Freunde. ja. Griezmann. Letzte Woche. Diese Woche. Stinkmann gezogen. Keine Ahnung, Jungs. Wir haben nichts gezogen, Freunde. Was für ein Müll ist da rausgekommen? Na gut, nach Griezmann will ich mich nicht beschweren. Klar, hätte natürlich sein können, dass da auch irgendwas Geiles kommt. Wir geben jetzt erstmal oder fangen erstmal an mit dem Gerard Piqué, würde ich sagen. Ne, Shakira geht ab hier wie Schmitz Katze. Ein 84er Team mit einem Inform und dann haben wir hier noch ein 85er Team. Wir starten einfach hier mit und ich würde sagen, ja, was haben wir hier, worauf haben wir geachtet? Den Nacho Monreal haben wir noch vom ersten Team of the Week Nummer 1. 11.000 Coins haben wir nur ausgegeben. Da könnt ihr natürlich jeden x-beliebigen 82er Inform auch noch reinkloppen. Denn die 75 Chemie, ja, ihr braucht nur 70, wir haben sogar 75 zu machen. Das Goldpack nehmen wir natürlich auch mit. Die Packs, würde ich sagen, öffnen wir zum Schluss am Ende, wenn wir auch noch den Chong abgeholt haben. Ja, machen wir erstmal die SBC, denke ich, ready. Und dann kommen wir jetzt sogar schon zum letzten. Ja, zwei Team of the Weeks mussten wir abgeben, muss man hier nochmal anmerken. Das ist schon ein bisschen teurer hier, ein 85er Team. Da haben wir Laurent Koscielny auch noch aus dem ersten Team of the Week. Die haben wir alle noch, ich habe da geführt noch 30 Stück liegen. Keine SBC, was mal wert, sage ich mal, meine ganzen Koscielnys zu verkaufen. Er ist nicht einmal hochgegangen, 84 rated. Jungs, das läuft. Und jetzt holen wir uns erstmal unseren Gerard Piqué ab, Digga. Ja, Mann. Und vielleicht ist ja in diesen SBC-Packs noch was Geiles. Let's go. Ich bin gehypt. EA hat mal geile SBCs rausgehauen. Das muss ich sagen, feiere ich an der Stelle. Ich hoffe, jeden Tag kommt jetzt auch noch mal was Schmackhaftes. Denn die ganzen Screenkarten sind jetzt bis Sonntagabend zu ziehen, glaube ich. Oder Montag. Sonntagabend kann sein. Gerard Piqué SBC abgeschlossen. Kann sich lohnen. Erstens durch Packluck, wenn ihr Packluck habt. Zweitens alleine durch diese Animation. Und drittens, er hat ein 90er Rating, heißt, sollte er irgendwie doch nicht so geil spielen, dann gebt ihr den einfach ab, irgendwann, wenn mal eine richtig krasse SBC rauskommen sollte. Aber Gerard Piqué erstmal zum ersten gemacht. Ich denke, kann man so machen. EA hat da was Gutes rausgehauen, nicht übertrieben mit dem Preis. Ist ein akzeptabler Preis, so ungefähr, wie gesagt, 50.000 Coins, wenn man die Packs so abzieht. Und der Piqué, der macht es schon mal ein bisschen besser. Und wir haben ja auch noch seine Packs. Die ziehen wir, wie gesagt, ganz am Ende. Jetzt machen wir aber noch den Chong, denn der muss ja auch noch ins Team. Alleine die Friese, Jungs. Alleine für die Friese muss man diesen Chong machen. Ja, die Friese würde mir, glaube ich, auch gut stehen. Ich muss mal meine Haare ein bisschen wachsen lassen und dann kommt da vielleicht auch sowas bei rum. Ich glaube, ich weiß nicht, kann man mal ausprobieren. Was meint ihr? Eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt holen wir natürlich das Beast von Manchester United ab, das Scream Beast. Also sehr nice SBCs, ja, kann man sagen, klar, es geht noch mal ein bisschen besser. Wir hypen das jetzt alle mal ein bisschen, weil EA hat ja sonst nicht so viel rausgehauen. Deswegen Applaus und der Chong mit ganz akzeptablen Werten, ja. Let's go, lassen wir begrüßen und der Pokal des Gewinners, er wird uns jetzt hier hoffentlich gleich auch noch geile Packs ziehen. Ja, Mann, Chong, Manchester United, 83er Rating. Geile Friese, geile Karte, alleine wegen dem Afro muss der eigentlich rasieren. Wisst ihr das noch? FIFA 13 oder so. Alleine jeder, wer ein Afro hatte, war OP und deswegen muss der eigentlich auch OP sein. Das ist so meine Schlussfolgerung. Nein, man muss natürlich auch mal mit dem zocken. 99 Beweglichkeit, muss man hier nochmal sagen, Dribbling. Sieht sick aus. Und das sind jetzt hier die letzten 4 Packs für das Video. Ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Packluck war bisher noch nicht am Start, aber kann natürlich jetzt hier sein, dass irgendwas kommt. Wir schauen einfach mal. Ich denke, es hat sich jetzt hier schon gelohnt. Alleine für Piqué und Chong, Mann, hier muss man doch einfach mal sagen, das hat sich doch richtig gelohnt hier. Diese Packs sind einfach atemberaubend. Kovacic haben wir hier von Chelsea. Naja, geht natürlich ein bisschen besser. Vielleicht den Prime Elektron Spielerpack. Wisst ihr noch Prime Elektron Spielerpack? Was hatten wir da? Da hatten wir eine gute Karte, aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Eine gute war auf jeden Fall da. Das ist jetzt hier leider nichts gezogen. Aber heute ist echt irgendwie der Wurm drin, Mann. Nicht mal ein Walkout. Van de Beek. Jetzt hier. Komm. Ein Durchlauf wird's. Nee, nicht mal einer. Nicht mal einer, das ist der Baumann. Digga. 25k Pack. Wow. Okay, komm, Mann. Ich will wenigstens eine gute Karte, Mann. Ich gebe jetzt Points aus. Nur für euch. 3 Stück oder so. Erstes 45k Pack. So kann man das Video doch nicht stehen lassen, Mann. Hier ist kein Packluck vorhanden, Mann. Hier ist einfach kein Packluck.
Jetzt kommt da schon mal wenigstens hier was bisschen Besseres. Das ist... Könnte ein Inform sein. Guck mal hier. Einfach Points. Und dann kriegen wir eine 78 Rated Inform. Ja, GG. Was ist noch dabei? Özil. Mesut, Junge. Ja, Mann. Der geht ein bisschen ab jetzt wieder. Weil wegen 84er Rating. Nochmal hier vielleicht zum Abschluss. Warum kein Walkout, Mann? Warum nicht? Nein, nicht Tadic. Wer ist das? Milinkovic Savic. 85er. Nimmt man mit, Digga. Nimmt man mit, Alter. Ich sag euch, 45 Capex, wenn man Points ausgibt, mit Jimenez. Gleich am Gönn, Jungs. Gut, das sind meine besten Packs für heute. Und dann kommen wir jetzt auch wirklich zum letzten Pack, Freunde. Also auf Ehre habe ich nochmal 3 Points-Packs mitgenommen. Die waren gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, heute soll es einfach kein Packler regnen. Mal schauen, vielleicht im letzten jetzt hier. Komm. Oh, Champions League. Oh, Digga. Wäre das jetzt ein Walkout gewesen, ne? Das ist Muslera. Wie viel hat der? 81, okay. Champions League selten. Jungs, das war's. SBCs, dann noch eine Champions League selten Karte gezogen. Was gibt's Besseres, Freunde? Dann würde ich sagen, Muslera schließt das Ganze ab. Wen habt ihr gezogen? Habt ihr eine von den SBCs gemacht? Macht's gut, haut rein. Und bis zum nächsten Mal.